Ein Tor gleich ein Import-Drop. Ja, ihr habt richtig gehört, ich werde heute wieder mal das Format machen. Wenn ich ein Tor in einer Rank-Runde schieße, dann muss ich einen Import-Drop öffnen. Aus Import-Drops kann man generell ziemlich krasse Sachen ziehen. Ich bin gespannt, was heute am Start ist, generell wie viele Tore ich schieße. Bleib auf jeden Fall bis zum Ende des Videos dran, lass ein Like da, lass ein kostenloses Abo da und beim nächsten Mal machen wir das Ganze mit exotischen Drops. Wenn ihr selber auch mal krasse Openings machen wollt für euch privat oder eben auch in einem YouTube-Video, dann checkt unbedingt meine Partnerseite Rocket League Exchange ab, ja. Link ist ganz oben in der Videobeschreibung, dort könnt ihr nämlich zum Beispiel auch eben alle goldenen Drops kaufen und mit meinem Code REAPERS spart ihr eben auch nochmal 3%, also zahlt weniger, es gibt alle möglichen Zahlungsmethoden. Wenn ihr Hilfe braucht bei eurem Kauf, dann kommt auf meinen Discord, da habe ich einen extra Channel und ich helfe euch auch im Call. So, erste Runde, ich bin gespannt, wie viele Tore wir machen werden. Ja, zwei Runden werden wir, denke ich mal, machen. Und da schauen wir dann einfach mal, wie viele Drops ich am Ende öffnen muss. Hier, schöner Shot, den nimmt er. Ja, denn er steht vorne. Ich werde einfach nur lost drauf gechased. Hier schön erstmal Situation ist gut bereinigt. Okay, auch sehr gut für ein Mate. Ich bin hier auch direkt im Boost gelandet. Oh mein Gott, das ist schon mal eine gute Situation gewesen. Ja, das ist natürlich auch mein Ziel hier, so viele Tore wie möglich zu machen. Boah, wäre eigentlich ein guter Pass gewesen. Wir hauen das Ding in die Mitte. Was kommt auch irgendwie gerade nicht so bei Mate an. Also die müssen ja gerade wirklich ganz, ganz ehrenlos verteidigen. Das ist schon gerade sehr krass. Okay, Pinch. Boah, so einen Ball darf man nicht in die Mitte spielen. Zum Glück komme ich da noch ganz gut ran. 2 gegen 1. Da muss nur ein Pass kommen. Es kommt kein Pass. Stattdessen versucht er ihn zu überflicken. Weiß ich ja nicht. Da wäre, glaube ich, der Pass auf jeden Fall, ja, definitiv ein bisschen besser gewesen. Ich habe auch irgendwie momentan wieder so das Bedürfnis, auf Demos zu gehen. Weil Demos sind einfach, es ist so krass, ne? Die machen so viel aus. Ich sage euch das im Gameplay. Das ist echt geistkrank. Also wenn ihr nach hinten irgendwie fahren solltet, dann versucht immer irgendwie einen Gegner mitzunehmen, ja. Also versucht wirklich immer hier in so Situationen einfach mal so einen Bump mitzunehmen. Ihr müsst ihn ja nicht unbedingt zerstören. Es reicht auch schon, wenn ihr ihn wirklich nur bumpt, ja. Er ist dann aus dem Konzept gebracht. Das ist wirklich teilweise sehr, sehr geil. Und hier gehen wir auch auf den 50. Hauen das Ding erstmal nach vorne. Guck mal, jetzt zum Beispiel wieder geile Situation. Und wenn ich den auch noch mitgenommen hätte, dann wäre das komplett krass gewesen, aber alleine so schon hat es fast zum Tor gereicht. Es ist so krass, wie viel das einfach ausmacht. Okay, den hätte ich, glaube ich, auf jeden Fall besser gehabt. Ey, was ist das für eine Runde eigentlich? Wir machen irgendwie gar keine Tore. Pass nach hinten. Und schöner Fly. Und 1-0, oder? Nein! Das kann nicht sein. Wie können sie denn alles hier saven? Boah, die müssen ja so geisteskrank im Tor stehen. Mitte nochmal. Digga. Ich sag euch, wir verlieren die Runde am Ende noch. Obwohl wir so, so viel besser spielen. Let's go. Erstes Ding und somit öffnen wir auf jeden Fall auch schon mal den ersten Port-Drop. Wichtig ist aber, ich werde alle Drops am Ende öffnen. Denn ansonsten müsste ich das immer so mittendrin machen. Wir werden das fette Opening dann am Ende machen, nach den 2 Runden. Nice, let's go. 2. Ding, okay. Direkt schon hier 2 Tore jetzt einfach. Er hat sehr schnell den 2. Treffer gemacht. War natürlich aber auch sehr glücklich, da er den da selber reingemacht hat. Geiler Ball, komm. Wir müssen noch das 3. Ding machen. I believe auf das 3. Ding. Nicer Pass. Hat fast funktioniert. Wenigstens auch noch den Win mitgenommen. Komm, machen wir das 3. Boah, schade, mein Mate schreibt sogar gerade easy, weiß ich jetzt ja nicht. So, 2. Runde, ich bin gespannt, ja, wie Neil fährt mit nix verstehen, ja, als Teammate, wie diese Runde laufen wird. Und vor allem, ja, bin ich gespannt, wie viele Tore wir schießen werden. Das ist halt auch so eine Sache, denn die Tore entscheiden, wie viel Drops ich am Ende öffnen muss, ja. Bin sehr, sehr gespannt. Und wir machen das allererste Ding und sind somit, ich glaube, bei 3 Import-Drops. Was eine Situation, ey. Holy moly. Geht der rein?
Nein. Oh mein Gott, ich bin sogar in der Sekunde, wo der Boost gespawnt ist, am Start gewesen. Sehr geil. Okay, er muss flicken. Nicht so ein nicer Clear vom Mate. Nicht so ein nicer Clear. Alter, war das knapp. Hab den Ball ja schon da wieder drin gesehen. So, jetzt wird wahrscheinlich gleich wieder so ein Ding kommen. Jawohl, schöne Parade. Er will mich auch die ganze Zeit dämonen, der Typ, ne? Auch nicht schlecht. Schön geklärt. Mate. Schön. Das ist mein Ding. Oh mein Gott, der wäre so fucking nochmal drin gewesen fast. Das ist so krass, wir fahren uns die ganze Zeit hinterher, weil wir uns alle irgendwie bumpen wollen. Hier versucht sich einfach gerade irgendwie jeder gegenseitig nur zu dämonen und irgendwie zu bumpen. Ich weiß auch nicht, was hier los ist. Hier gerade schon wieder. Boah, nicer, cleaner Air-Dribble. Schade. Wäre richtig geil, wenn ich den irgendwie so reingedrückt hätte. Wichtig. Nach außen schön geklärt. Mate hat First. Mate Mitte. Komm, wir müssen mal mehr Tore machen hier. Oh, ich bin demoed. Zack, richtig free. Nein, nicht double committen. Ja, let's go. 2-0. Und somit der zweite Drop. Ja, in dieser Runde. Vor allem der Typ heißt ja halt wirklich nix verstehen. Das ist so ein geiler Name. Und jetzt fangen wir uns sehr wahrscheinlich das Gegentor, oder? Ist drüber. Oh mein Gott, was ein Save. Einfach junger Gott. Ja, er geht. Wir wollen nicht hier wieder double committen. Drittes Ding. Und wir fangen uns ein Kickoff-Goal. Wo machen die nochmal ein Eigentor? Ja, let's go, komm. Viertes Ding, also zweite Runde sehr, sehr krass von den Toren her. Komm, machen wir noch ein fünftes Ding, dann haben wir hier echt ordentlich. Let's go, nice, ordentlich Tore. Schön gesaved. Machen wir jetzt noch ein richtig schönes Fly-Tor. Richtig schönes Tor. Oh, er saved ihn in letzter Sekunde. Oh mein Gott, der wäre so nice geworden. Komm, Mate, raus nochmal. Boah, nochmal knapp. Schon mal raus, komm. Lass uns dort das sechste Ding machen, mein Lieber. Nein! Es wäre das sechste Ding gewesen. Wir haben 7 Tore in 2 Runden gemacht. Ich bin sehr, sehr gespannt, was uns nun die 7 Import-Drops bringen. Ja, wir legen los mit dem allerersten Drop. Und wir ziehen, ich weiß gar nicht, war das immer schon so grün? Ein exotisches Item und zwar die Chainhelm-Heiligrede, auch aus den Turnier-Items. Der nächste Drop bringt uns, Freunde, ein Import-Item. Kommt, gönnt Titanium White. Toon Sketch. Leider nicht Titanium White. Ihr schreibt mir auch andauernd in die Kommentare, Reapers, wann kommt das Video? Import? Oh mein Gott, ey, ein animierter Aufkleber. Ey, Reapers, wann kommt das Video, wo du so lange Import-Drops ziehst, bis du endlich einen Titanium White Octane ziehst? Und da wird es auf jeden Fall einen Livestream zu geben, wo ich dann am Ende ein Video raushauen werde, weil ich glaube, es wird so lange dauern. Planeten, was ist das denn für eine geile Goal Explosion? Die sieht ja mal hammergeil aus. 3 Stück haben wir noch am Start und Import. Es ist einfach nicht wahr, wie hässlich die sind. So, die letzten beiden Import-Drops. Ich bin gespannt, was wir noch so bekommen. Aber wenigstens hier was Exotisches. Oh mein Gott, wir bekommen einfach... Boah, das gibt's doch nicht. Seit wann gibt's diese Räder? Einfach Draco eisbedeckt. Finde ich nice. Der letzte Import-Drop vom heutigen Video. Und er gibt uns ein... Ja, Import-Item, eine Burnout-Raketenspur. Aber heute fehlte wieder so ein bisschen Painted. An der Stelle lasst auf jeden Fall einen fetten Like da. Lasst ein kostenloses Abo da, wenn ihr das noch nicht getan habt. Würde mich auf jeden Fall mega freuen. Und beim nächsten Mal, wenn ihr auf diesem Video hier richtig eskaliert, gibt es dann das Ganze mit exotischen Drops, wo man auf jeden Fall mindestens ein exotisches Item zieht oder ein Black Market. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Barry Pass ist raus. TBO. Ciao, ciao.